Und willkommen im nächsten Match, meine Lieben. Lemming Finder gegen die Jack Aubrey auf der Map The First Stroke der Season 5 in der vierten Liga. Auch hier möchte ich euch ja nicht die Tabelle verwehren. Wir blinzeln sie mal ein. Und da in der Liga aktuell die schwächste Liga von der Spieleranzahl. Das wird sich mit der Season 6 gewaltig ändern. Denn da kommt nochmal eine Liga dran an der vierten, weil die vierte, die dritte, die zweite, die erste voll ist. Also, Spannung. So, ihr seht aktuell Lemming Finder auf dem 8. Platz mit 12 Spielen. 2 Siege, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen, 16 Punkte. War sehr selbstkritisch, gerade eben wegen seinem Money Management. Das werden wir gleich sehen, ob das was gebracht hat mit seiner Selbstkritik. Und Jack Aubrey, sein Kontrahent, heute im Match als Auswärtsspieler auf Platz 3, hat leider nicht mehr so. Doch, er könnte es noch schaffen, aufzusteigen, muss aber Gas geben, aktuell auf Platz 3 mit 13 Spielen, 7 Siegen, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, 29 Zähler, 7 Punkte fehlen, 3 Spieler dann noch offen und hat noch die Möglichkeit, mit 3 Spielen 9 Punkte zu erreichen und damit Jesse einzuholen. Mal sehen, ob er das hinbekommt, dazu muss er aber heute siegen gegen den Lemming Finder. Jetzt gehen wir mal zu den beiden Spielen dann hin, sehr auffällig, brauche gar nicht mehr hier die Base vorstellen. Hieß der Lemming Finder, fährt direkt mit einer Masse an Panzern, also mit allen seinen Starteinheiten, komplett in die Richtung vom Jack Aubrey, der nämlich unten im Orange stationiert ist, hier mit den Alliierten. Also, das ist eine interessante Geschichte bei den beiden hier. Denn hier geht es für Lemming Finder darum, weiterhin hier zu bleiben in der Liga, weil wenn wir eine fünfte Liga haben, stellt sich ja die Frage, ob er in der Liga bleibt oder ob er vielleicht absteigt. Wir wissen es nicht. Die Map ist noch nicht komplett durchplant und bei Jack geht es darum, nochmal aufzusteigen. Und warum haben die so viele Starteinheiten? In der vierten Liga haben sie noch volle Starteinheiten. Das wird in der nächsten vierten Liga nicht mehr der Fall sein. Da ist das nämlich geändert. Da wir euch immer gesagt haben, dass wir die Ligen nach und nach unten hin immer anpassen. Und wenn eine Liga dazukommt, übernimmt sie die Liga der vorherigen Liga. Und hier kriegen sie dann flächendeckend die Regeln der normalen Liga. Damit das Balancing immer angepasst wird weiter. Was ich sagen muss, ist das eine gute Taktik hier vom Lemming Finder, was er hier macht. Denn diese Starteinheiten permanent in Bewegung zu halten und in dieser fächerförmigen Form hier über die Map zu jagen, gibt maximale Erkundung, die man ohne Tech-Radar direkt machen kann. Beziehungsweise das Radar brauchst du nachher was zu sehen, aber ohne Aufdeckung durch passive Quellen. Das innerhalb der Cooldown-Zeit. Heißt, wenn er gleich nämlich Radar gebaut hat, dann sieht er hier schon massiv hier alles erkundet. Hier unten war er nicht. Er war eher hier in diesem Spektrum hier. So, umgekehrtes L. Achtung, das sollte nicht stattfinden hier. Da sollen sie ein bisschen aufpassen. Oh, Lemming Finder just in time reagiert. Gleich wieder weg. Hat er gerade gehört und gleich wieder weggefahren. Und hier schön vom Lemming Finder nochmal ein Silo zu bauen, aufgrund von mehr Geld im Petto. Und Jack, wir gucken uns Jack mal an. Aktuell Einraffstrategie, aber dafür schon einen zweiten Bauhof. Sehr schön. Richtig Schlag im Nacken. Das ist nämlich der Nebeneffekt. Da sagt der Schlag im Nacken nämlich locker nochmal im Stream. Durch das massive Aufdecken, gerade in dieser Fächerform, kann man auch maximal versuchen, die Kisten einzusammeln, die hier noch liegen. Das bringt was. Ist aber in der nächsten vierten Liga nicht mehr möglich. Und nächstes Manko aber an der Geschichte, da hat Insta auch nochmal was vorgebracht, ist halt tatsächlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, Insta, auch die Gefahr von vielen gelben Karten, aber auch nur meine Lieben, wenn ihr stehen bleibt und etwas abfeuert. Wenn ihr permanent unterwegs seid und ihr einen Befehl hattet, der einfach nur durchfahren ist, ist das alles easy. So, Jack schickt jetzt alles, was er da hat, in die Mitte. Und das ist, Jack sagt wieder Lemming. Das ist schon mal sehr gut. Kann er einfach in der Mitte stehen lassen. Denn der Reibungspunkt entsteht meistens in der Mitte. Nämlich genau hier ungefähr. Ja, Tankstop, ja.
Ein Minuspunkt, Marco, genau. Ein Minuspunkt pro gelbe Karte. Also pro Karte, ne? Man braucht nicht gelbe Karte sagen. Gelbe haben wir so obligatorisch hier. Zeigen wir das dann gerne mal. Oder rote für wirklich schlechte Taten und faires Gameplay oder sowas. Nein. Aber es ist eine Karte. Eine Strafkarte, könnte man sagen. Wertfrei von der Farbe. Minuspunkt. So, Jack jetzt links auch schon unterwegs. Hat hier eine Frontbase errichtet. Hat aber auch seinen Kontrahent, der Lemmingfinder, auch getan, inklusive das Tech-Zentrum. Ob es Sinn macht? Jein. Ein Tech-Zentrum an der Frontbase oder weiter an die Front zu bauen. Dadurch ist es auch schneller angreifbar. Meistens Spieler machen das so, dass sie das Tech-Zentrum soweit es geht hinten bauen. Lemming hat es jetzt weiter vorne gebaut. Wir gucken mal beim Jack, was er gleich tut, wo er es hin positioniert, ob er das unten rechts weiterhin baut, also sprich in seiner Mainbase, oder aber auch hier sagt, ich baue es an der Frontbase. So, Lemming geht wirklich auf maximale Erkundung. Das ist schon, also ich würde ja zu gerne den Schatten einblenden hier von Lemming fallen. Das kann ich leider nur in der Wiederholung, nicht im Livestream. Das geht nämlich nicht in der Stream-Funktion haben sie das nicht eingebettet, in der Wiederholungsfunktion ist es drinne. Total, weiß nicht, verstehe nicht, warum machen die sowas? Warum haben die das nicht in der Live-Funktion nicht auch drinne? Total Elefants, echt. So, geh mal hier hin. Da sehen wir schon im Tümpel einen Hafen. Okay, er will hier ein bisschen auf Def. Ob das hier Sinn macht, hier zu Wasser zu gehen? Die sind halt sehr, sehr gebunden hier an dem Tümpel. Hier wäre es besser. Hier könnte er nämlich nach rechts und nach links feuern. Hier sehr einseitig. So, jetzt ist ganz interessant, was der Jack hier macht. Er fährt nämlich von rechts nach oben. Und positioniert sich hier nämlich direkt vor. Und sehr nah an den Lemmingfinder. Vor allen Dingen Gefahr, das sage ich ja. Guck mal. Lemmingfinder hat sein Tech-Zentrum sehr weit vorne gebaut. Das könnte hier Jack sehr, sehr schnell rausnehmen. So, Arti hier rechts unterwegs. Wir gehen mal ein bisschen auf Einheiten scouten und schauen mal, was hier so auf dem Felde so platziert ist. Sind nur bisher so viele Scout-Einheiten, hauptsächlich der Trupp ist hier. Vom Jack beim Landing Finder, er ist immer noch massiv unterwegs mit seinen Starteinheiten. Und denk mal, ihm wird das jetzt klar sein, dass der Jack hier da ist. Können wir auch vorstellen, dass er Tech-Zentrum schon ausgelöst hat. Nee, noch nicht ganz, kommt gleich. Und er positioniert seinen Bau jetzt schon mehr in die Defensive. Er lässt sich ein bisschen umzingeln hier von dem Jack. Jack aktuell unten links und auch oben rechts schon mehr. Und hier ist Lemmingfinder unterwegs in der Mitte mit zwei leichten Panzern, mit unseren sogenannten Rammelkisten. Ja, da oben alles schicki. Da zieht er nämlich jetzt auch schon die Bauhof zurück, hat er schon gemerkt. Ja. Achtung. Tech-Zentrum. Da kann man vorstellen, dass Lemmingfinder den hier unten ganz rechts leicht positioniert. Mal sehr. Ja, er reagiert. Sauber. Und wir haben jetzt noch 1 Minute 15 Sekunden. Dann geht das Gemetzel zwischen den beiden los und taktisch gesehen ist es so gerade, dass Jack besser dasteht. Vom Geld sind sie beide wirklich kreditwürdig. Das ist unglaublich. Ja, guck mal, er hat sich sehr stark ein bisschen, er hat sich extrem breit aufgebaut hier. Dadurch in der Breite auch extrem früh angreifbar. So, wir gucken mal, ob der das Tech-Zentrum ausgelöst hat. Jo, da sehen wir es. Das Ding explodiert, der Satellit. Immer am Kartenrand weiß man das. Also Lemming weiß Bescheid. Lemming hat die Sicht. Haben wir hier ein Tech-Zentrum, yo. Das dürfte aber noch nicht ausgelöst sein. Das ist nämlich sehr, sehr spät gebaut worden. Ja, da ist noch nicht ausgelöst.
Und Lemming. Easy. Da Cooldown ist um, sie dürfen angreifen. Sie kriegen jetzt das Signal hier durch die drei Explosionen, durch die Cooldown-Gebäude, die geblieben sind. Und jetzt der erste Angriff. Kommt vom Lemming jetzt direkt auf Doom Jack. Und der dürfte das auch für sich entscheiden hier. Denn die Masse ist gerade beim Lemming. Aber Jack macht sich unten jetzt auch schon bereit. Ich glaube, das wird ein spannendes Match zwischen den beiden. Denn sie fahren immer wirklich in kleineren. Naja, was heißt kleinere? Nein, die Einheitengröße ist schon völlig in Ordnung. Aber mit größeren Abständen. Die haben nämlich gar keine richtigen Frontbasen. Und hier sehen wir, dass der Jack hier durchaus noch agil ist. Der hat noch viele, viele Panzer im Petto. Aber geldtechnisch müssen die beiden dringend aufholen. Das ist zu wenig. Und hier sind noch ein paar Einheiten. Die Schützen haben sie ihn aber auf dem Fokus. Die Schützen sind unterwegs. Die wissen darum Bescheid. Was aber hinterher kommt. Achtung, unten Konfrontation. Und stärketechnisch holt sich Lemming das. Wenn er am Fokus bleibt. Fährt aber auch panischerweise oben mit dem Panzer nach. Durch die zwei Einheiten. Aber Achtung, da kommen noch ein paar Einheiten vom Jack. Das könnte Jack jetzt, wenn er am Fokus bleibt, sich wiederholen. Beide jetzt im Fokus hier. Oh, beide im Fokus. Und hier oben gleichzeitig auch. Das Ding ist aber erledigt. Und nur hier. Okay, beide werden wieder eine längere Zeit sich jetzt aufbauen müssen. Denn so viele Panzer haben sie aktuell nicht mehr auf dem Spielfeld. Nur hier unten. Und das ist nicht nah genug. Heißt, die haben Zeit zum Aufatmen. Wir haben ordentlich Zeit zum Aufatmen. So, was macht Jack? Immer noch Probleme mit dem Geld. Ist auch nur ein Sammler hier unterwegs. Könnte nochmal ein zweiter Sammler vielleicht nochmal weitere Raff. Aber was willst du machen, wenn du keine Kohle hast? Dafür kommt hier nochmal Bau. Den hat er hier abgerüstet. Und fährt ihn jetzt weiter in die Mitte. Ja, Ressourcengewinnung ist das A und O gerade. Wenn die Bauschleifen aber voll sind, dann wird das meistens mit der Kohle nichts mehr für eine weitere Raff. Da muss man immer drauf Acht geben. Und man kann ja auch den Pausestopp für die Produktion locker auf eine Taste legen. Gibt es übrigens für. Und dann kommt ihr schneller an Geld, wenn hier die Sammler mal reinkommen, hier überall. Wir machen auch wenige, so ein bisschen Micromanagement in der Finanzbeschaffung. Ich weiß, dass zwei Spieler machen, die haben mir das mal erzählt. Die machen das, dass sie wirklich, wenn sie kein Geld haben, auch gezielt Produktion anhalten, um dann ein gewisses Gebäude, die Prio hat, dann eher zu bauen. Ah, das gehört wirklich zum, da muss man schon wirklich pfiffig sein, beziehungsweise auch schnell agil und auch schon ein bisschen geübter. Hallo Lulu. Die Pusche, die Poco-Pusche finde ich aber mega. Ja, und der Lemming hat aber auch ein massives Geldproblem die ganze Zeit. Er kommt ein bisschen mehr zum Überschuss, ja, so um die 1000 immer so rum. Ah, guck, das ist das, was ich meinte. So langsam, ja, dadurch, dass sie halt wenig Geld-Input haben, wenig Income, können die nicht so permanent Pressing betreiben. Und daher kommt es zu leichten Verzögerungen hier wieder in der Schlacht. Das ist was natürlich taktisch auch ganz gut und bewahrt auch ein bisschen mehr Übersicht. Aber das müssen halt beide dann machen. Und jetzt formieren die sich hier beide wieder neu. Wir gehen mal eben kurz rein und achten mal darauf, was die beiden so gerade vorhaben. Hier sehen wir auch in ordentlicher Schützenverbund vom Lemming ebenso auch jetzt mit den Chronopanzern unterwegs. So das Besondere aktuell bei ihm. Hat hier oben auch massiv jetzt mit den Ressourcen jetzt angefangen nachzusetzen. Und da haben wir den ersten Chronopanzer unten rechts direkt aufs Tech-Zentrum. Aber falsch platziert. Muss weiter rechts hier positioniert werden. Da könnte das was werden. Da kommt der nächste. Ah, hat er gut gemacht. Aber geht eher auf die Sammler. Okay, hier wäre die Sicht, denke ich mal, besser gewesen. Weil die Ressourcen sind hier so oder so kaum noch da zu farmen. Ja, klar, wir haben ja immer noch was. Aber die eine Raff macht den Bock nicht fett. Der Ansatz war hier super.
dann nochmal einen zweiten, dritten nochmal aufjagen können und dann hier aufs Radar. Jetzt gucken wir mal hier aufs Spielfeld. Oh, Panikreaktion von Lemming, der war auch auf dem Weg nach unten mit vielen, vielen Panzern. Hat aber gesehen, dass da Jack auch schon auf dem Weg nach oben ist und zieht jetzt nach und Jack ist fast da. Und so viel steht hier nicht. Allerdings, das könnte vielleicht noch was werden. Jack kommt mit mehr Panzern durch, als da aktuell steht. Ich denke mal, dass Lemming hier gleich auf Kanontürme geht. Ja. Der Druck ist da. Lemming wird das aber schon schaffen. Er hat nämlich kein Gelddefizit, so wie der Jack. Er dürfte das hier locker verteidigen. Hat zwar den Bauhof jetzt verloren. Das ist aber in der Summe jetzt nicht so tragisch. Ein Panzer, der hat Schiss gehabt. Das nennt man auch Kriegsdienstverweigerer. Er türmt hier. Oder macht hier heimlich im Verstecken. Haut er da einen raus. Oh, das wird gefährlich. Seht ihr gerade die Tendenz vom Lemming? Mit einer ordentlichen Masse nach unten rechts. Das Tech-Zentrum steht noch. Also er sieht Jack das, was da ankommt. Mal sehen, wann er reagiert. Aktuell auf der Minimap reagiert er noch nicht. Im Gegenteil, es sieht wohl so aus, als schickt er den Panzertrupp hier nach oben links. Oh, oh, oh. Ah, und statt dass er jetzt im Fokus bleibt, der Lemming, zieht er jetzt wieder zurück. Das ist schade. Das ist wirklich schade, weil damit hätte er Erfolg gehabt mit der Taktik. Denn Geld ist ja da. Er hätte mit Kanonentürmen und mit Panzern locker das, was hier von Jack kommt, annähernd aufhalten können und hätte zwar vielleicht ein, zwei Gebäude, drei Gebäude mal maximal hier abgeben müssen, aber die Masse hätte gereicht, um locker Jack hier unten rechts rauszunehmen. Und, wobei hier auch sehr viele Kanonentürme stehen, mit Fokus war ja kein Problem, und da wäre hier links nicht mehr viel gewesen. Aber nee, jetzt könnte das ein Hin und Her werden, denn in der Zeit, wo Lemming sich jetzt hier oben wieder beschäftigt mit dem Trupp hier, baut der Jack unten wieder fleißig auf. Es gab mal auch so eine Taktik von Kane. Das war, als er noch nicht so entschlussfreudig war. Das kann ich mir noch gut erinnern. Da hat er dieses Hin und Her auch immer gemacht. Was aber viele nicht gesehen haben in der Zeit mit diesem Hin und Her fahren, dass immer mehr Panzer dazu kamen. Und irgendwann war das einfach nur eine blaue Welle, die von links und nach rechts geschwommen ist. Kann bei Lemming hier auch schnell passieren, denn er gewinnt hier sehr schnell die Oberhand hier wieder gegen Jack Weaver. Wie ich eben gesagt habe. Verliert hier nur ein Gebäude vielleicht. Moin, Ascon. Schön. Jetzt kann er Lemming mal sehen, aber jetzt wieder. Ich könnte mir vorstellen, wenn er dann selber jetzt wieder vorhat, nach rechts zu fahren, dass er gleich wieder reagiert, wenn Jack wieder nach oben fährt. Wobei Jack diesmal früher reagiert. Hier unten. Mal sehen. Ja. Reagiert er. Er reagiert. Aber Lemming macht es diesmal viel cleverer und aus meiner Sicht auch richtiger und auch vielleicht entscheidender für dieses Match. Er nimmt nicht jetzt alles und fährt über die linke Seite runter. Wobei Jack, ja, er hat keine Kohle, das ist das größere Problem eigentlich. Jack fährt jetzt wieder, läuft jetzt nämlich nach rechts dran vorbei. Lemming muss jetzt durchziehen. Er darf nicht aufhören. Feuer sammeln, bloß nicht jetzt Salami-Taktik rein, sammeln Feuer. Oh nein, nicht in die Salami-Taktik. Das ist aber zum Nachteil. Denkt mal, dass er hier oben sich ablenken lässt und nach rechts gleich fährt. Dann Teil nur rein. Ah, da sollte viel mehr reinkommen. Und nicht Salami-Taktik. Ganz schlecht immer, Salami-Taktik. Hat aber ein Ziel hier unten. Er wollte sich wahrscheinlich, denke ich mal, hier sammeln. Hat das hier nicht. Oh doch, wobei er hat korrigiert. Fährt nach links sogar. Also er hat reagiert. Schön dran vorbei. Jack fährt nicht hinterher. Das reicht schon aus, um die Base hier rauszunehmen. Oh, Achtung, Jack reagiert. Mal sehen, ob das hier nachkommt. Der Trupp von Jack ist oben noch weiter unterwegs. Yo, Lemming zieht nach. Direkt nach. Schönes Ding. Ja, davon zu erwarten, dass Lemming hier, wenn Jack sich den Panzer hier wieder hinzieht, hier revanchiert und Lemming hier rauszieht. Hat er auch geschafft, aber jetzt kommt der ganze Rest.
Ein Kreuzer. Und wieder Salami-Taktik. Salami-Taktik. Das ist ein Problem. Das kostet zu viele Einheiten. Und wird wahrscheinlich in die Versenkung gehen. Ja. Money Management kommt Lemming heute super klar. Da hat er ja selbst kritisiert, dass das heute nicht so, dass das beim letzten Mal nicht so geklappt hat. Super kommt er damit klar. Aber hier eine Kleinigkeit, die das hätte entscheiden können, wenn man seine Einheiten vorher sammelt und mit geballter Kraft durchgeht. Leider nicht geklappt. Er ist direkt durchgefahren, heißt für ein Scheibchen rein und Jack ohne Probleme mit dem Verteidigungssystem. Und Askorn, vielen Dank für den Restart, mein Lieber. Glückwunsch zur Beförderung, lieber Stabshauptmann. Und Martin, nochmal vielen Dank vorhin für die 300 Bits, für die Munition hier, die du beisteuerst hier für unsere Gefechte. Ja, genau. Und Sache in eigener Werbung, weil es gerade so ruhig ist. Ihr seht das gerade bei Twitch, die Werbung, dass wir aufrüsten wollen. Und ja, dieses Roadcaster, das möchte ich jeden von meinen Streamern besorgen. Jetzt muss ich mir das als allererstes erstmal anschaffen. Und wir ersparen uns das auch aus eigenen Mitteln. Aber durch die Spenden, die wir hin und wieder bekommen, hilft uns das natürlich schneller. Sache in eigener Werbung, genau. Hilft uns natürlich, schneller ans Ziel zu kommen. Denn ihr habt ja gemerkt, die Softwareprobleme in letzter Zeit, gerade Stimmenlage technisch, Mikrofon technisch, es ist schon sehr, sehr nervig und das können wir mit durch eine hardwarebasierte Lösung deutlich klären, auch endgültig klären. Da sollte es keine Probleme da mehr geben. Ich mache wirklich sehr wenig Werbung in eigener Sache. Ja, viele sagen aber, Katar macht nochmal mehr Werbung. Vielleicht wird das da was. Ich mag es immer ungern tun. Wirklich. Ich mag es immer ungern tun, aber ich mache es jetzt einfach, weil es wirklich ein Wunsch ist, da auch mehr Qualität zu bieten. Und vielleicht komme ich da ja ein bisschen schneller ran. Ja, danke nochmal an die Spenden auch heute nochmal. Und jetzt sehen wir, dass der Lemmingfinder diesmal splittet. Ein Trupp links, da wird er keinen Erfolg mit haben. Und rechts mit dem Split auch nicht. A, sind da ein paar Panzer. B, haben wir hier viele, viele Kanonentürme. Das reicht nicht. Es sei denn, er kommt schon wieder mit Salami-Taktik rein. Diesmal sammeln. Guck dir das an. Er macht das hier sehr gut. Hier unten. Oh, beide Moves sind sehr gut. Er nimmt nämlich jetzt die Raps raus. Gerade die oben, die waren noch Essenz. Aber hier unten eher weniger, weil da war nämlich kaum noch an Ressourcen die Möglichkeit, an die Ressourcen ranzukommen. Nimmt jetzt auch die Frontbase da komplett raus. Durch den Kanonenturm kein Baum mehr möglich da vorne. Übrigens ist die Farbe für den Lemmingfinder durchaus auch originaler, weil Lemmings sind ja in der Regel blau gewesen, oder? Waren sie blau? Waren sie blau, die Lemmings? Und hier Lemming durch. Aber das wird nichts. Zu massive hier. Ja, ich habe damit gerechnet, dass das längere Spiel bei den beiden wird. Damit habe ich gerechnet. Die sind wirklich auf einem Niveau. Was mich aber da so ein bisschen wundert, ich denke mal, Jack ist besser platziert als der Lemming in der Liga. Aber dadurch, dass Lemming vorhin so selbstkritisch war und gesagt hat, dass er mit den Ressourcenproblemen hat, merkt man, er wird zunehmend immer besser zum Spiel. Bin jetzt wohl eher noch rein ins Match und dadurch jetzt auch noch ein gefährlicherer Gegner für den Jack. Geh mal hier rein. Oder hier rüber. Und nochmal eine Spende. Oh, vielen Dank, Benno. Für deine Spende, mein Lieber. 29% schon. Danke dir. In Ehre mit dir. Der Lemming braucht ein bisschen Zeit jetzt, um sich wieder aufzubauen. Oh, er kommt mit den Helis, das ist gut. Wunderbar, Tech-Zentrum raus. Haben wir Backup? Nope, haben wir nicht. Kein Backup-Tech. Dadurch die globale Sicht jetzt weg. Aber ihnen fehlen hier wirklich die Einheiten.
Okay, ihm fehlen die Einheiten, um hier jetzt massiv verdeckt anzugreifen. Einen gewissen Rundungsradius hat Checker ja. Also das, was hier normal aufgedeckt worden ist mit Einheiten, das ist ihnen sichtbar oder wo Einheiten jetzt auch stehen. Aber das, was mit dem Erkundungssatelliten darüber hinaus erkundet worden ist, das ist jetzt weg aufgrund des Wegfalls des Techs. Und hier hat Jack keine Mühen, um die ankommenden Salami-Pizzen-Stücke hier abzufrühstücken. Das war die Verteidigungszimmer schon fast gut alleine. Achtung, jetzt kommt Jack, Lemming da oben noch mit ein paar Panzer. Moin, Lanti. Jetzt versucht das nochmal. Nächster Schwung. Aber auch das wird sehr, sehr schwer. Gerade wenn man Wegfindungsprobleme hat. Und du sagst, war nur ein 20, also nicht die Rede wert. Also ich finde das schon. Jeder Euro, jeder Cent ist für mich immer noch was Besonderes, weil jemand aus Überzeugung sagt, ich lasse dem Jungen oder dem Team was zukommen. Und das, da ist jeder Cent. Ist immer noch was Besonderes, ganz ehrlich. Nicht jeder hat überhaupt etwas übrig, um was zu geben. Naja, ich schätze wirklich jeden Cent. Und jetzt Lemming nochmal rein. Ah, das wird schwierig. Guckt euch das an. Das sind einfach zu viele Verteidigungstürme und auch nicht der Fokus auf die Türme. Heißt, er geht nur jetzt auf den Bau hoch. Und jetzt aktuell ist er gerade raus aus dem Gefecht. Hat zu lange gewartet und verliert hier vielleicht sogar noch zwei Panzer. Ein nur. Aber er hat den Bauhof raus. Waffenfabrik steht noch. Und jetzt kommt, der harte Konter von Jack. Der hat aber richtig zusammengesammelt. Hoffentlich sammelt er. Oh ja. Salami-Taktik nicht gut. Oh. Und wieder auch zugestreut nacheinander rein. Und das wird ein schwieriges Pflaster hier. Und beide wieder keine Kohle. Guck mal aufs Konto. Hat Jack gerade einen kleinen Spitz reingekommen, wenn jetzt auch, das reicht nicht aus. Und das verpufft jetzt auch wieder. Deswegen meinte ich, das ist ein hartes Duell zwischen den beiden. Wenn einer den Schritt wagen würde, Feuer zu sammeln, würde es ganz anders ausgehen. Und bald verkraft rein. Harter Tobak jetzt hier. Aussicht für Lemming. Der musste hier ordentlich einstecken. Aber dafür auch der gute Jack. Der hat nämlich hier massiv jetzt seine Einheiten verloren, die er schön angespart hat. Schade. Ah, sieht gut aus. Jetzt für Lemming. Jetzt könnte er ja den Konter machen. Also das würde schon reichen. Mit einem gescheiten Konter würde er die Base hier rauskriegen. Geht aber das Wagen jetzt nicht ein. Tech-Zentrum müsste er ja noch haben. Jo. Obwohl, ne? Ich sag ja, ich habe damit gerechnet, dass das Ding eigentlich in den ersten Minuten nach Cooldown hier schon wegkommt, weil der Jack hier war. Aber nein. So, Lemming macht wieder mobil. Diesmal im Petto ganz, ganz viele Rockets und Schützen. Und wenn die Infanteristen nicht so langsam wären, dann könnten sie auch schneller aufschließen. In dieser Konstellation auch hier sehr wichtig, Feuer vom Gegner zu sammeln. Mal sehen, ob er es diesmal macht. Ja, einfach hier sammeln. Ja, vielleicht ein bisschen weiter vor, damit er auch mit den Rockets vernünftig hinterherkommt. Weil das Rockets sind wirklich Gebäudekiller. Ja, werden wirklich wenig genutzt. Ich habe auch zu selten den Move gesehen. Ich habe ein paar Spiele aus dem englischen E-Sports mal angeschaut. Und was auch sehr beliebt ist, die Rockets in einem Transporter zu packen, nach vorne zu bringen, mit zwei Transportern abzusetzen und dann die Gebäude rauszunehmen, ist die schnellste Methode. Da kommen selbst die Panzer nicht hinterher. Mal sehen, ob das vielleicht in der Season 6 mal passiert. Also
Setzt natürlich voraus, dass nicht zu viel Verteidigung da ist. Ja, jetzt sieht es eher nach einem Setpoint hier aus. Sehr schön. Ja, wartet. Ich glaube, ausschlaggebend war, weil er gemerkt hat, dass seine Infanteristen jetzt nachkommen. Und Silent, danke. 11 Monate zum Stabshauptmann. Glückwunsch, mein Lieber. Wurde befördert, Silent, mit dem Resub. Vielen Dank. Und jetzt, ja. Das war sein Auslöser, warum er diesmal gesammelt hat. Ja, nee, noch weiter warten, noch weiter warten. Jetzt, er will nach links jetzt. Achtung, Helis mit im Perdo. Ich weiß gar nicht, ob da was drin ist. Ob die geladen sind. Oh, nee, falsch anvisiert. Ja, die müssen auf Gebäude. Auf Einheiten bringen die sehr, sehr wenig, die Helis. Und jetzt Feuer sammeln. Ja, genau, nimm, beschäftige dich damit mal. Von der Masse her, was da ist, könnte er das schaffen. Nur flächendeckend rein. Und jetzt alles schön sammeln. Hier haben wir schon einen ordentlichen Trupp. Der Rest kommt auch noch mal nach. Schön volle Breitseite. Jack sieht's nicht, weil Tech-Zentrum ist nämlich down. Es sei denn, er hat's erkundet eben. Dann weiß er, mit wie vielen Einheiten er da kommt. Aber ich glaube, hier hat er keine Einheiten gehabt, die unterwegs weggefrühstückt worden sind durch die Lemming. Ja, das dürfte hier eine gute Entscheidung bringen. Vor allen Dingen, weil im Nachzuge noch die Rockets kommen. Und dann ist das Ding eigentlich gelutscht. Da kommt noch einiges nach, auch oben. Helis kommen wieder nach, auch ein paar Panzer. Ja, sehr fokussfrei auf die Gebäude. Erstmal die Gebäude raus haben. Könnte noch was werden. Ja, ihnen sind die Gebäude wichtig. Das ist auch richtig. Immer erstmal die Gebäude raus, dann hast du ihn nämlich schon so gut wie im Sack. Ah, jetzt ist die Panzerverstärkung erstmal raus. Und mit Focusfire könnt ihr die restlichen nochmal rausnehmen. Muss aber aufpassen hier auf die Kanonentürme. Aber hält sich gerade noch bei den Kanonentürmen weit entfernt. Da bekommen ein paar Panzer hinterher. Geht auf den Sammler. Sehr schön raus, mal sehen. Das könnte er schaffen. Aber die Gebäude hat er raus. Ja? Das ist wichtig. Gebäude hat er raus. Die Panzer sollten egal sein. Heißt mit der nächsten Welle. Könnte er sich hier rechts drauf konzentrieren. Muss aber aufpassen, dass der Jack nicht irgendwo noch einen weiteren Bauhof jetzt baut. Achtung, da kommt wieder einiges runter. Mal sehen, ob Jack jetzt auf dem Konter aus ist. Ah, der Konter. Guck mal, Lemming. Jetzt mit der Frontbase. Ich denke mal, die Panzer kommen jetzt hier gleich rausrotiert. Wäre ja auch sinnvoll. Nicht immer klappt das. Und sehr schön hier, was der Lemming jetzt da eben gemacht hat. Hat nämlich hier den Jack unten links die Basis rausgenommen. Fliegt nochmal ein paar Helis hier unten nochmal rum. Mal sehen, was er da im Ziel hat. Ah, der parkt die dazwischen. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch Muni war. Ich glaube, ich hatte irgendwas gehört. Was macht Jack jetzt? Bitte zurück. Achtung, jetzt Offensive von Lemming. Aber ein paar... Gut, die muss er jetzt nach und nach nachladen. Da sind jetzt ein paar. Es sei denn, er hat die nicht verschossen. Also, dann kann er so gleich direkt losfahren. Aber geldtechnisch hat Lemming jetzt aber auch wieder ein Problem. Hebst du auch so ein bisschen rum. Liegt aber, denke ich mal, daran, weil er so viele Helis gebaut hat. Auch, guck mal, da ist eine Masse an Helis unterwegs. Könnte das hier Ziel sein? Oder nimmt er sich die Panzer vor? Na, Panzer würde ich nicht machen. Direkt auf den Hafen, dann ist der Hafen wenigstens raus. Okay. Nee, er geht auf die... Er geht hier wirklich auf die Panzer. Kann man jetzt machen. In der Situation null Probleme. Sind ja auch keine Rockets da zu verteidigen. Aber der Hafen, der muss eh raus. Kann man sich eben schnell wegsnacken. Gibt's umsonst. Einfach noch rauffliegen und dann easy. Ah ja. Mal mit diesen Dramatasse nutzen.
Mein lieber Ramat, bis heute da? Ich habe dich irgendwo schon gelesen. Ja, hier hat er nochmal versucht. Und jetzt kommt. Jetzt kommen hier wirklich deutlich mehr Panzer. Ja, die erste Welle, die von Lemming kommt, die wird zum größten Teil rausgenommen werden. Aber die Hauptgebäude sind hier direkt an der Front. Das heißt, Lemming kann über die beiden Hauptgebäude das Ding jetzt gleich schon direkt entscheiden. Weil die sieht schwer aus, dass sie es direkt halten kann. Aber ich finde, Lemming macht das auch gut vom Tempo. Der ist permanent unterwegs. Immer wieder sammelt sich auf Jack. Sehr schön. Achtung. Lemming sammelt. Moin, Philipp, mein Lieber. So, Helis. Na, mit drei. Mit zwei sogar. Nur mit zwei Helipads nachzuladen ist sehr mühselig. Wenige Spieler, die noch. Oh, Achtung, Spione. Oh, ja. Guck mal, was er vorhat. Ja, er ist strategisch unterwegs, ne? Mit den Spionen will er jetzt erstmal schauen, so wie sieht's da aus. Achtung. Panzer unterwegs auf den Helis. Haben wir da schon wieder ein Tech-Zentrum? Nee, das nicht, aber die Sicht hat er. Und nimmt sich jetzt auch den Panzer. Aber das ist eher Passiv-Shots. Weil ich die Alerts noch nicht fertig bekomme. Ich habe privat ein bisschen viel um Ohren gehabt, mein lieber Philipp. Deswegen konnte ich das noch nicht. Und ich wollte euch nicht diese ätzenden Standarddinger hier einbauen. Weil da kriege ich persönlich die Krise. Aber ich mache mich da morgen ran. Damit nur mal morgen vernünftige Alerts hat. Er kriegt, Nummer hat die so oder so schon eingebunden. Also er hat die, müsste sie schon haben, aber ich habe sie noch nicht wieder eingebunden. Nee, wir haben sie nicht. Numa hat sie nicht und ich habe sie nicht. Numa, du hast sie auch nicht. Was das Stream hat. Ja, muss ich mal morgen dir erklären. Frontbase von Lemming. Und viele Helis. Mal sehen, ob die alle nachgeladen sind. Also in dieser kurzen Zeit weiß ich nicht, ob das funktioniert. Da muss man schon ziemlich fix hier unterwegs sein. Aber er nimmt sich alle Einheiten. Also er lässt hier nichts durch. Das ist gut. Achtung. Er wird Spionen hinter versteckt. Mal wieder Versteckspiel. Ja, ich weiß. Ihr mögt das, dieses Versteckspiel bei Unentschieden. Also ein Teil. Ja, ich bin da nicht so von begeistert. Aber in den letzten Sekunden ist sowas wirklich spannend. Naja, alles ohne Wertung. Oh, oh, Luftverteidigung hier. Sehr schön. Das hat ihm noch geholfen. Und jetzt kommt Lemming hier mit einer großen Verstärkung hier mit den Helis nachträglich. Und es dürfte der letzte Bau vielleicht gewesen sein. So schnell kriegen die Flaks die Helis nicht runter. Und wenn er jetzt richtig loslegt, der Lemming, nochmal das hier nachschickt, was er hier hat. Er nimmt sich sogar die Mühe, mit dem Kanonenboot hier den Hafen jetzt rauszunehmen. Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Und der Kreuzer reagiert schon. Geht aufs Kanonenbötchen. Trifft aber nicht. Ja, kein Zielwasser getrunken. Ja, Kreuzer sind sehr ungenau. Wobei, wir haben einen Spieler bei uns. Den lieben Mark und Moin Crazy. Der ist unwahrscheinlich zielgenau mit den Kreuzern. Also da muss ich sagen, ich kann mich noch rein im Match erinnern. Da hat er gefühlt bei jedem Shot ein Gebäude rausgenommen. Und jetzt Lemming mit der Offensive rein. Mal sehen, was er holt. Was er hier wegsnackt. Da kommt auch Verstärkung von links nach über die Mitte. Und da kommt nochmal Nachschub.
direkt davor. Ja, muss eigentlich nur das da rausnehmen. Jack hat sowieso keine Kohle mehr, ne? Also kommt man jetzt auch nicht mehr Kohle ran. Fällt mir gerade so auf. Aber jetzt ein Deckzentrum da unten stehen. Klingt leider nichts mehr. Ah, gutes Spiel von Jack. Und er hatte definitiv einige Chancen, um auch Lemming beinahe das Spiel und das Leben hier schwer zu machen. Erst nochmal Last but not least hier aufs Radar. Aber Deckzentrum ist halt auch da. Mit dem Schwung schafft das jetzt nicht, ihn rauszunehmen. Ah, vielleicht schafft er ja noch mal die Waffenfabrik rauszunehmen. Ah, ich glaube nicht. Da hat er noch ein paar. Und dadurch, dass Lemming jetzt so viele Kohleprobleme hat, dauert das jetzt auch wieder eine Zeit lang, bis da Verstärkung kommt, um ihn den Rest hier rauszunehmen. Auf dem Wasser ist das Ding erledigt. Wir haben jetzt noch 19 Minuten. Und Lemming zögert das immer weiter hinaus zu einem Unentschieden, wenn es so weitergeht. Und gleich im Anschluss, meine Lieben, haben wir, glaube ich, das letzte Spiel von unserem lieben Lantanius. Unseren Lanti, unseren Fuchsschwanz-Lanti. Für mich persönlich mein Fuchsschwanz-Lanti. Gegen den Chris. Lanti wird in der nächsten Season nicht mehr dabei sein. Ich glaube, Chris auch nicht in der nächsten Season. War das richtig? Ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe meinen lieben Christian noch nicht darüber angesprochen. Ich habe auch nicht auf der Liste geguckt. Aber Lanti wird nicht dabei sein. Daher sehr, sehr spannendes Spiel. Abschiedsspiel jetzt hier vom Lanti gleich im nächsten Spiel. Lanti gegen Chris. Aber Bye-Bye kommt wieder, genau, meine Lieben. Unser amtierender Meister aktuell noch. Bye-Bye kommt wieder in der nächsten Season. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Season. Und, yo. Er nimmt ihn da jetzt immer mehr aufs Korn, reicht aber noch nicht, um ihn da rauszunehmen. Ja, nur noch 18 Minuten und diese 18 Minuten, ja, können sehr schnell vorbei sein und das Unentschieden damit besiegelt. Für Jack wäre das gut, denn er hat noch die Möglichkeit, immer noch an einen Aufstiegsplatz ranzukommen. Muss aber dafür die nächsten Spiele zum Sieg kommen. Ja, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir gucken mal nebenbei immer rein, da seht ihr das aktuell. Jack mit 29 Zähler, mit Unentschieden hat er 2 Zähler, wäre auf 5 Punkte ran an Jesse. Hat aber noch dann 2 Spiele zu erledigen, der Jack. Und könnte diesen 2 Spielen 6 Punkte machen und damit ja tatsächlich dann an Jesse vorbei. Ja, ich glaube, mit dem Sieg und Unentschieden würde es auch noch schaffen. Aufgrund des besseren Verhältnisses, nein, er müsste siegen. Er müsste siegen. Aber das schafft er ja hier nicht mehr. Hier kann er nur das Unentschieden retten. Das wäre wichtig jetzt. Dann 2 Punkte. Vermindert das Risiko, es eventuell zu versäumen, aufzusteigen. Aber wir sehen aktuell, dass das so ist beim Lemming. Da kommt auch nicht so viel jetzt vom Lemming, als das könnte er damit noch gegenhalten. Er hat nicht, er kriegt kein Money mehr. Aber Lemming genauso wenig. Und das ist natürlich schade. Dass der Lemming jetzt nicht weiter an Geld kommt, weil es sind gleich nur noch 16 Minuten und diese 16 Minuten sind gleich vorbei, wenn er nicht Go gibt. Und hier versucht er, den Lemming nochmal auszuspionieren. Aber Jack auf Zack. Auf Zack. Ist umgekommen. Jack scoutet nochmal mit dem Sammler oder versucht ihn gleich hier irgendwo hinter Baum zu verstecken. Ich lach mich. Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Wer war denn das so genial und hat einen Heli versucht die ganze Zeit zu verstecken? Wer war denn das nochmal? Oder Bauch sogar. Also, es gab Dinge in letzter Zeit unglaublich. Haben die Leute alles versucht zu verstecken, noch zu meinen Unentschieden. Ja, hier ist es so. Er lässt sich Zeit. Es war Mittwoch, ne? Nee, das war nicht am Mittwoch. Das war nicht, das war, genau, das war Kane. Das war Kane am Donnerstag. Das war, genau, das war Kane. Richtig, du warst das, Kane. Hast ja noch die Spaß erlaubt. Ja, er sucht eine Kiste. Ja, hast du vollkommen recht. Ist auch richtig. Passiv damit das probieren. Die meisten Spieler haben das nicht gefokust, dass noch Einheiten irgendwo rumwandern. Und ja, weit von den Ressourcen entfernt. Lemming kommt jetzt aber wieder an die Ressourcen ran. Ich glaube, er macht das.
Immer noch so lässig. Guck mal hier, da wandert das Geld hin, unnötigerweise. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt... Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, da ist dann mit der Produktion am Ende. Ich glaube... Ah, Luigi, danke dir für den Restart, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Kann ich sagen. Also 15 Minuten noch. Und eine gewisse Mobilität nach vorne kommt. Ich lüge jetzt übrigens Feldwebel, mein Lieber. Gefördert worden. Vom Oberfähnrich zum Feldwebel. Das muss mal gesagt werden. Ja, er hält sich hier mit unnützem Kram auf. Zeit rennt gegen ihn. Gleich nur noch 14 Minuten. Und das wird nichts. Jack kriegt... Warte mal. Ja, gut. Er nimmt ihn jetzt die Option, hier einen Bauhof zu finden. Aber Jack hat eine Kohle... hat, glaube ich, was verkauft, ne? Kann das sein? Warum er jetzt noch Kohle hatte? Oder eine Geldkiste bekommen? Das könnte man hier zum Beispiel verkaufen. Alles. Also ich würde jetzt echt Power Sell machen. Ja, vom Lemming aus. Hat ja genug Kohle, brauchen wir noch nicht mal. Kann ich jetzt rein? Weil es kann nichts mehr nachproduziert werden. Ja, gut, er hat noch Möglichkeiten, Panzer und ja, Infanteristen auszubilden, aber das Geld ist halt jetzt gleich wieder alle. Moin, Lissy. Ah, da kommen jetzt die Helis. Mal sehen, ob die es regeln. Ja, gehen schon mal auf die Waffenfabrik. Sehr schön. Mal sehen, ob jetzt der Rest mobil macht. Das reicht aber immer noch nicht aus für einen Instant. Aber trotzdem kann man schon mal reinschicken, um einiges rauszujagen. Und der Sammler. Jo, jetzt ist er down. Und der Bobby auch. Ich glaube, das ist absolut alles das Letzte, was hier unten ist. Und jetzt macht er mobil. Jetzt will er Schluss machen. Jetzt hat er eine Entscheidung gefällt. Drücken wir die Daumen, dass es klappt. So, jetzt gucken wir aber instant, das schafft hier alle rauszunehmen. Ich glaube nicht. Oh. Das dürfte er jetzt endlich hinbekommen. Jawohl. Das reicht aus. Haben wir mal nicht. Wobei, hier hat er noch einen Fraggle. Der ist orange. Aber da kommt ein Sammler. Warte, warte. Nein, kommt er? Nö, fährt dran vorbei. Muhaha. Hi, Happen. Ja, das ist der Bauhof. Ja, der war keine Kohle, kann er nichts mit anfangen. Es sei denn, er irrt noch ein paar Kisten unterwegs. Ah, das war doch nicht. So, der Schattengenerator ist immer so, dass was gerne einfach stehen gelassen wird. Aber na gut, er bemüht sich. Klar, man kann einfach aufgeben. Dass es die Möglichkeit gibt es. Und ab und zu machen ein paar Spieler das auch. Aber sehr selten. Da haben wir Bobby. Hier haben wir den Bauhof. Hier haben wir nochmal Bobby. Da steht frei. Es gibt kein Verbot. Nichts, absolut nichts. Ne? Wir hatten das auch nicht, weil wir halt eine Unentschieden-Regel haben, wenn die es ziehen. Ich
völlig in Ordnung. Deswegen haben wir 60 Minuten maximale Spielzeit, weil wir ein Unentschieden ermöglichen wollen. Warum? Habe ich mir damals so ausgedacht mit einem Unentschieden. Ja, wir haben nur so eine gut funktionierende Elo in der Liga, weil wir auch Unentschieden ermöglichen. Und auch als Motivationspunkt. Das hat sich so durchgesetzt hier bei uns. Und die Zahlen sprechen für sich. Das Einzige, was gerne mal diskutiert wird, ist nochmal die Unentschieden-Regelung bezüglich der letzten Einheiten und so. Und Versteckspiel. Aber das Ding ist auch vom Tisch. Die Mehrheit möchte das noch so. Ich glaube, ich komme in Teufelsküche, wenn ich nochmal eine Umfrage mache. Weiß ich. Ich würde Interesse einfach gerne mal wissen, wie viele sich heutzutage entscheiden würden für die Regelung. Ob die noch weiterhin bleibt. Aber nein, ich mach's nicht. Ich hab gesagt, das Ding ist vorbei. Es ist erledigt. Vergiss es gerade. Guck mal, da kriegst du es schon wieder. Guck mal, die letzte Einheit ist jetzt hier. Also, hier. Sehr offensiv. Einfach in der Mitte. Und wir haben noch 9 Minuten. Genau, in Steingemeißel Grey. Richtig, in Steingemeißel. Da, ja, und der fährt schon wieder dran vorbei. Ich glaub's ja nicht. Ey, das ist ja. Ah, der Lump, ey. Fährt schon wieder dran vorbei. Es ist nur noch diese eine Einheit. Er sieht ihn nicht. Er denkt, das ist ein Bauerndöbel. Ist es aber nicht. Na, der nächste Sammler. Und dran vorbei. Haha. Ja, wir bleiben mal hier. Wenn ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr sie stellen. Also, meine Lieben, ich erzähle, bevor das Ding hier gleich vorbei ist, weil ich glaube nicht, dass das 8 Minuten anhält. Ich denke mal, den wird er gleich noch finden. Kleine Info. Also, ihr habt die Möglichkeit, euch jetzt noch bis einschließlich morgen 18 Uhr für die Season 6 anzumelden. Morgen Abend 18 Uhr schließe ich die Anmeldung und dann könnt ihr euch nur noch für die Season 7 anmelden, damit wir auch ein bisschen besser planen können. Und by the way, es wird halt ein CNC-Pokal geben mit der nächsten Season, mit der Season 6. Alle Season 5 Spieler, die in der Season 6 Spieler in Zukunft dran teilnehmen, die sind gesetzt. Die kommen in einen großen Pott und da wird ausgelost in der K.O.-Runde, wer gegen wen spielt. Und da kann wirklich auch der ein Viertligaspieler gegen einen Erstligaspieler spielen. Oder ein Dritt gegen Zweit und Zweit gegen Erst und so weiter. Das ist nämlich das Spannende. Ja, da passiert nichts. Na, guck mal, der Rocket, der nimmt die Gebäude jetzt raus. Ja, da fällt nichts. Das ist der. Das ist. Nee, okay, das war nicht der letzte, aber eine. Dann ist irgendwo noch. Dann ist das der Spion hier hinter. Ich glaube, das sind zwei. Nee, nee, es ist nur noch der hier. Der, da ist das Spion. Hier hinter, hinter diesem Baum. Seht ihr den hin und wieder mal? Da, seht ihr? Da hüpft er. Das war der Mauszeiger, oder? Weiß ja, ob er den findet. Es sind nur noch 7 Minuten. Also, wer mitmachen möchte, hat noch die Chance, sich jetzt anzumelden. Ansonsten, morgen ist closed. Danach gibt es ja wieder 4 Monate Wartezeit. In der Zeit, in diesen 4 Monaten, habt ihr aber die Möglichkeit, in einer Qualifikationsliga mitzuspielen. In dieser Qualifikationsliga ist es so, dass ihr alle, die sich anmelden, in einen Pott reinkommen und ihr spielt. Und mehr zum Thema Qualifikationsliga kommt zur Eröffnung der Season 6. Da wird sich nämlich einiges ändern. Aber das kriegt ihr dann erst mit. Da werde ich jetzt noch nichts verraten. Da halte ich nochmal im Infos nochmal ein bisschen zurück. Und die letzte Einheit hier hinterm Baum muss gefunden werden. Und selten gesehen. Ich wollte gerade sagen, Lemming Finder mit 0 auf dem Konto. Da war nämlich im Glatt 0-0. Wer sucht, der findet. Lemming, der spielt bestimmt gerade Zähneknabbern. Nee, Fingernägel knabbern. Mit den Zehen. Frage, warum wollen nicht mehr Leute Company of Heroes 2 spielen? Das liegt einfach daran, mein Lieber, weil wir eine CNC-Community zuerst hier hochgezogen haben. Die CO2-Spieler, oder COH2-Spieler, die werden noch kommen, wenn wir mit den ersten Lives beginnen, meine Lieben. Aber für diejenigen, die bei Company of Heroes mitspielen wollen, am 6. Dezember startet das nämlich hier bei uns. Da habt ihr die Möglichkeit, diesen geilen Strategie-Hit bei uns im Ligasystem anfänglich als Turniersystem mitzuspielen und auch ein paar Übungsspiele, die wir live machen. Nur Marino und ich moderieren das und dann bringen wir den Content COH2 nämlich hier auch zum Laufen. Ich würde mich freuen, wenn sich da noch ein paar finden würden. Anmelden könnt ihr euch direkt bei mir auf dem Discord-Server. Einfach mal schauen.
So, die letzte Einheit möchte nicht gefunden werden. Es sind noch 5 Minuten, dann ist das Ding erledigt. Ha, mit Kamerastream. Ja, das dauert noch ein bisschen, mein Lieber. Wenn überhaupt. Weil eins werdet ihr nie sehen in einem Live-Match, dass ihr mich da unten irgendwo verschachtelt reingebaut sieht oder reingekriegt oder sonst was in Kamera. Nein, dieses Bild gehört den Spielern, nicht mir. Warum C... Also, was mit CUH3? Warum nehmen wir das nicht? Weil CUH3 flächendeckend das weniger gespielte Spiel ist. Auch wenn es der neuere Teil ist, ist es aufgrund von vielen Dingen nicht so populär. Und CUH2 ist immer noch deutlich beliebter. Ich sag's, wie es ist, auch gerade international in der E-Sport-Szene weit, weit verbreitet. Und daher werden wir mit CUH2 auch fortfahren, beziehungsweise da überhaupt beginnen. CUH3 hat einfach zu viele Sachen, die mir persönlich auch nicht gefallen. Gerade dieses Pay-to-Win ist da ja auch ein bisschen weiter drin. Civilization Liga. Ja, Civilization könnte lange dauern. Und ich habe es aber gefragt, Katha, was würdest du alles moderieren? Ich würde wirklich viel moderieren, aber nicht alles ist fähig, moderiert zu werden. Und gerade bei der Civilization, ich sag's wie es ist ein bisschen drüsch. TK, habe ich euch versprochen, kommt wieder. In der Season 6. In der Season 6, da bin ich schon dabei, die TK-Liga aufzu... Kommt wieder, TK. Kommt, das habe ich beim letzten Spiel auch schon gesagt. TK werdet ihr haben und ich will das auch. Ich will TK wiedersehen, der Tiberium-Konflikt. So viele Einheiten, aber die letzte Einheit möchte nicht gefunden werden. Und wir haben in 3 Minuten 20 sind wir zum Schluss. Dann kommen wir zum nächsten geilen Schlager hier. Lanti gegen den Chris Abschiedsspiel von Lanti. Ja. Also C-Word, Company of Heroes 2 werdet ihr definitiv als Content hier bei uns miterleben. Das wird ein fester Content hier. Unter den Bedingungen, dass es auch gut anläuft. Ja, das können wir nicht steuern. Numa und ich können nur für euch singen und das attraktiv machen, aber im Endeffekt, wer einschaltet, das können wir nicht steuern. Nur wenn wir richtig geilen Content euch liefern. Wir versuchen's. Aktuell Top 4 CO2 sind Bye-Bye, Ticket Frostmeister, Salzig und Ragnarök. Ja. bei 5 Bier vorher, ja. So wie du letztens mit dem Podcast CNCHD, ne? Ja, unser lieber Cleaner CNCHD habe ich ja letztens mal empfohlen, Wodka zu trinken. Hat geholfen, mein Lieber, ne? Die letzte Einheit möchte nicht gefunden werden. Er bewegt sie auch nicht. Und wir haben jetzt nur noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten. Das holt er sich. Der Jack. Der holt sich dieses wichtige Unentschieden, um noch die Möglichkeit zu haben, mit 2 Punkten auf 5 Punkte an Jesse ranzukommen. Macht er. Und das nur mit diesem Einspielung, ne? Sportlichkeit ist was anderes. Oder? Nein, es ist ein Sieg. Taktischer Sieg. Sollen alle Spiele RTS sein? Nein, 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 nein. Es kommt noch ganz anderes. Aber ich sag, wie es ist. Es muss auch umsetzbar sein. Und wenn ich irgendwann hier Vollzeit das Ding hier mache, wird es ganz anders aussehen. Aber da ist noch ein weiter Weg hin. Und dann wird es auch viele andere noch hier geben, die mich hier unterstützen, auch im Live. Ja. Und mein Traum ist es natürlich, meine festen Moderatoren hier, meine festen Streamer hier mit zu etablieren, dass sie ihren Job canceln können und dann hier viel mehr streamen. Und dann kommt auch viel mehr hier rein. Also, Counter-Strike ist geplant, sage ich euch jetzt schon, als erster Ego-Shooter, Counter-Strike 1.6. Back to the Classics, habe ich ja immer gesagt, dass ich gerne Classic hier machen will als E-Sports. Und Counter-Strike 1.6 möchte ich gerne auf Turnierbasis hier mal anbieten. Ist in Planung. So, 48 Sekunden noch, dann sind wir durch. Oh, 30 Sekunden. Zehn Sekunden.
Ich habe auch ESL gespielt. GameStar Liga, ESL, Clan-Base Ligen. Lange her, lange her. Aber erfolgreich gespielt. Nur mal so, by the way. So, unentschieden ist geregelt. Meine Lieben, wir locken uns hier gleich aus. Mal gucken mal rüber. Wir tackern die beiden mal an. Na, ihr beiden? Na? Ja. Das war ein hartes Unentschieden. Ich beiß in die hier. Tischkante, weiß ich, ey. Lemming, guck mal hier. Du bist gerade mit deinen Helis über mir. Ja, das ist schön. Klasse. Da ist er. Ja, ja. Ey, das hätte ein Sieg werden können, aber die letzte Einheit, die unentschieden, also 9 Minuten waren es, die er ausgeharrt hatte. Ja. Ich hatte tatsächlich ja oben in der Ecke noch einen Inji. Und im Dorf, rechts von der Position des Spions, war noch ein Bobby. Den hat er dann so im Vorbeifahren mal platt gefahren. Mhm. Ja, war ich zu hektisch, habe ich nicht gesehen. Egal. Da ist er. Komm mal, jag ihn hinterher. Mach ihn platt. Nein, dann vorbei. Mach ihn platt. Der steht doch da, direkt vor dir. Ja, ja. Sauber. Da haben wir es, meine Lieben. Da ist das offizielle Unentschieden. Für dich, Jack, sehr wichtig, denn du hast doch die Möglichkeit aufzusteigen, ne? Nein. Wieso? Weil ich die Chance nicht habe mit den offenen Spielen, die ich noch habe. Ich komme an Jesse nicht dran. Hä? Kann ich nicht zählen? Bravo. Moment, du musst 16 Spiele leisten bei 8 Gegnern. 16 Spiele insgesamt. Und du hast jetzt ein Spiel gespielt, hast also 14 Spiele, 2 Spiele noch offen, bist jetzt auf 31 Zählern ran. Ich blende für die Zuschauer, kann ich das jetzt gerade nicht einblenden. Bist jetzt auf 31 Zähler mit 5 Punkten an Jesse ran. Das heißt, die nächsten beiden Spiele musst du gewinnen, dann hast du Jesse eingeholt. Kann ich aber nicht. Rabo kann ja nur am Wochenende. Der hat sich nicht mehr gemeldet. Das ist das letzte Wochenende jetzt, wo er hätte spielen können. Ja. Und Nerdy hat sich ja mit 6 Wochen Krankenhaus abgemeldet. Der kommt ja auch nicht. Den kann ich auch nicht mehr gegenspielen. Okay, das so war... Wie alle anderen auch nicht. Ja, das wusste ich ja nicht. Das wusste ich jetzt nicht. Das ist im Grunde jetzt das letzte Spiel gewesen, was ich hätte machen können, was ich gemacht habe. Also ich bleibe in der Liga. Oder in der Äquivalent, wie sich das ja dann für die nächste Season ergibt. Gute Nacht, Gray. Danke wieder fürs Zuschauen. Oh, Gray, whisper mich gerne mal die nächsten Tage bitte an. Ich will dich mal was fragen. Danke dir. Ja, da hast du recht. Denn es klappt das natürlich nicht, ne? Das ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es sind noch 2 Spiele, die du machen kannst. Klar, es ist noch ein bisschen jetzt Ready Time, aber hätte ja klappen können. Also rechnerisch wäre es möglich gewesen. Rechnerisch ja, aber von dem, was möglich ist, hatte ich das schon nach der Niederlage gegen Dugan abgeschrieben gehabt. Da wusste ich es schon. Ah, sehr schade. Dass ich nicht hochkomme. Sehr schade. Aber Jesse, ich freue mich für Jesse, dass sie aufsteigt. Und ich hoffe, Jesse spielt noch in der dritten Liga auch noch mit. Weil das könnte nochmal auch sehr, sehr spannend werden. Ich habe Jesse leider noch nicht im Live gesehen. Aber die Lüft steht ja auch auf. Und das mal nicht ohne. Also gute Spiele. Würde ich gerne mal eins live sehen, liebe Jesse, aber nur wenn du möchtest. So. Okay, ich sag tschüss. Ja, ich sag auch tschüss. Wunderbares Spiel. Und übrigens, Lemming, das mit Ressourcen hat wunderbar geklappt. Besser wie bei mir. Ja. Gut, ich lass mal da oben. Der Chris und der Lanti warten. Danke nochmal fürs Match.